Jetzt hat die Musik wieder umgeschlagen. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich hab grad ein bisschen Angst. Merkt man vielleicht gar nicht. Wo bin ich hier? Oh Gott. Okay, die können nicht ins Wasser. Das ist ja schon mal sehr schön. So, der Wasserfalltrick, geht der hier auch? Nö. Ui, ich kann aber hochspringen. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. So weit müssen wir springen. Ey, den trifft man nicht. Ernsthaft? Ja, jetzt auch noch im Kreis drehen. Boah, wie viel Schuss habe ich jetzt gebraucht? Tausende? Ich höre doch hier ein Portal, oder? Oh, guck mal! Schlüssel 3! Oh. Ich höre doch hier wieder ein Portal irgendwo. Aha, jetzt bin ich hier. Schnell in das Portal hier. Was ist das da hinten? Oh nein, nicht schon wieder ein Vetter. Ob das getroffen hat, ich weiß es nicht. Hua! Der kann schießen. Ja, er ist tot. Oh mein Gott. Hallo? Freunde? Oh. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Boah, wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich habe das jetzt gerade so gesagt bis hierher, aber ich wusste nicht mehr, dass das hier die Portale jetzt sind. Oh, ist das super. Also am Anfang müssen wir halt zu den Portalen laufen. Das haben wir jetzt auch wunderbar hingekriegt. Kann es sein, dass es hier irgendwo noch Munition gibt? Oder nicht? Da ist auf jeden Fall Speicherpunkt. Okay. Das heißt also, wir müssen mal hier hin und speichern. Oh. Das ist so gut, dass wir es geschafft haben. So, jetzt muss ich hier erstmal irgendwie... Das ist das Chronozepter, ne? Zugang zu Level 8. Die letzte Konfrontation. Okay. So, welches ist denn jetzt Level... Hoppala. Level 2. Level 2 könnte das mit diesen Kringeln sein. Wo auch immer die... Da ist es. Ems, das Portal ist jetzt am Laufen. Und Level 3 könnte ich eigentlich auch schon mal aufmachen. Dann sind sie zumindest schon mal offen. So. Tja, ich würde sagen, dann bewegen wir uns einfach mal in Level 2. Und hier sieht man, was wir suchen müssen. Packen wir's. Ich habe ein bisschen Angst, bin ich ja ganz ehrlich. Weil ich im Moment nicht genau weiß, was hier eigentlich nochmal kam. Ah ja. Fußsoldaten. Ist ja schon mal schön. Oh! Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Dann gehen da einfach mal so ein paar Fehlo hoch. Ist das ein geheimer Bereich? Auf jeden Fall habe ich eine Schrotflinte gefunden. Wow, einmal abgestürzt. Ein Wildschwein! Oh! Und ein Raptor! Ne, den muss ich mit der Pistole abschießen. Da kriege ich, glaube ich, die meisten. So. Ach ja. Wie herzallerliebst sind die denn?
Jetzt habe ich natürlich meine ganze Munition verballert. So. Ich brauche wieder Pistolenmuni. Was ist denn das da oben? Ach, das ist, glaube ich, Munition für die Ja! Willst du mich verkackeiern? Der hat sich gerade umgedreht und hat im Drehen geschossen und hat mich getroffen. Hat er die Pistole nach hinten gehalten einfach, oder was? Unglaublich. Unglaublich. Da hinten ist einer. Nein, ich gehe. Ah! Geht's nach da? Okay, da kann man runterfallen. Das würde ich dich also nicht ausprobieren. Da oben gibt's irgendwie was. Wie komme ich denn da hin? Okay, da hinten. Die habe ich schon mal alle erwischt. Da ist ein Portal. Da kann ich aber nicht so einfach rüber. Da wäre das Portal. Okay. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Das ist doch der reguläre Weg, oder? Ich spring da mal eben hin. Wo komme ich denn jetzt hin? Ich habe da jetzt einfach gerade so hingeguckt, weil ich nicht wusste, wo es da hingeht. Aber wo komme ich jetzt hin? Oh, Backe! 5 Tech-Pfeile. Hier kriege ich Leben. Ja, das hat sich ja in dem Sinne ja schon mal gelohnt, hier hochzukommen. Kann ich jetzt etwa den Weg da umgehen? Oder was heißt das? Ich glaube, ich muss es tatsächlich mal ausprobieren. Oder? Kann ich so weit springen? Tatsächlich ja. Der läuft da unten ein bisschen rum. Ach so, das wäre jetzt hier der reguläre Weg. Ich will mal eben gerade gucken, ob ich was verpasst habe. Tatsache. Leben habe ich verpasst. Aber sonst gab es hier nicht mehr. Und das Portal ist, glaube ich, wieder da. Ich sollte zumindest mal reinspringen. Ha! Jetzt ist weg. Muss ich mich verarschen? Jetzt ist natürlich die Frage. Oh, die Sonne sieht aber cool aus. Jetzt ist die Frage. Ist das der reguläre Weg? Oder ist der reguläre Weg hier irgendwo? Das ist jetzt so die Frage. Ich glaube nicht, dass das hier der reguläre Weg ist. Uah! Ich muss doch einfach abstürzen. So, laden wir mal nach. So weit kann ich nicht hochspringen. Oder ist das hier der reguläre Weg? Oh, ey. Spiel, verarsch mich nicht. Das Problem ist, ich muss ja überall gucken, um... So, das haben wir auch gesammelt. Wir müssen halt überall gucken, wo es weitergehen könnte. Das Problem... Mensch, ich bin der beste Schütze ever. Der nichts trifft. Hier geht's doch weiter, oder? Ja, hier ist ein Kontrollpunkt. Dann geht's hier auch weiter. Das heißt also, wir gehen nochmal zurück. Und gucken mal, wo uns das Portal dahin bringt. Yippie! Ach nee. Wäre ich da mal zuerst reingegangen. Aber der hat mich auch getroffen beim Umdrehen. So, jetzt schnell zurück teleportieren. Ja! What?
Oh Mann. Das ist aber ein blödes Level-Design hier. Ich muss in der Mitte, oh, um das Ultraleben zu kriegen. Alter, ist das fies. Und die Gefahr besteht auch noch, dass ich abstürze. Ho! Mist. Okay. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber wir haben es immerhin mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch ein zweites Level davon gibt hier. Müssen wir mal testen, wenn wir das nächste Portal haben, dass wir da auch mal reingehen. Oh, da oben habe ich noch was übersehen. Ist ja gut, dass ich hier nochmal lang gehe. Und so. Dann haben wir ja bald schon den nächsten Turok wieder zusammen. Was war das gerade für ein Geräusch? Hallo? Uah! Lass mich in Ruhe! Boah! Der kommt um die Ecke, schießt! Wow! Vor meiner Nase schmeißt er sogar eine Granate. Ist der denn irre? Selbstmordgefährdet. Der trifft mich. Natürlich treffen sie mich. Warum auch nicht? Ist ihr gutes Recht? Weil ich ja schon aus der Ferne so schießen kann. Das spawnt. Ich hoffe, der kommt hier nicht her. Komme ich denn hier hin? Ah, Munition! Okay, hier geht's, glaube ich, weiter. Dann muss ich jetzt aber nochmal in den Hütchen gucken, ob es da irgendwas gibt. Aber das weiß ich nämlich nicht. Hallo? Oh! Herz allerliebst, hier gibt's Leben. Hier gibt's sogar noch ein paar Schuss. Schrotflintmuni ist voll. Nicht mehr lange. Hier gibt's ganz viel Magazine. So, jetzt habe ich natürlich alles verschossen an Explosivmunition. Hier sind ein paar Fische. Fischi, Fischi. Boah. Wie gemein. Wie der einfach Granaten schmeißen kann, ne? Das ist unglaublich. Da oben ist ein Schlüssel. So, den haben wir auch. Wie komme ich da hoch? Das ist eine gute Frage. Oh, hier gibt's Leben. Und da ist ein Tunnel. Ah ja. Da sind schon mal zwei. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich da oben hinkomme. Weil hier ist nämlich ein... Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass da gleich ein Gegner auf mich wartet. Oh Gott! Da komme ich raus. Sag mir, dass ich hier rauskomme. Wo bin ich? Ist das der ist ein geheimer Bereich, glaube ich, ne? Ja, der ist geheim. Der taucht nicht auf der Karte auf. Ha! Okay, es gibt noch ein anderes Level. Das hat doch bestimmt einen Haken, oder? Wenn ich jetzt da drauf gehe. Tatsächlich nicht. Okay. Da geht einfach mein Mehlsack hin und her. Es geht ja noch. Das Leben bringt mir nichts. Hä? Oh nein.
Pistolenmunition könnte ich eigentlich gebrauchen, tatsächlich. Dann bekomme ich nochmal eine Uzi, wollte ich schon sagen. Das ist ja ein Sturmgewehr. Oh, geschafft. Mann, Mann, Mann. So, und da ist der Schlüssel. Oh, sehr gut. Puh. Level 4. Okay. Okay, das ist der einzige Schlüssel, den wir bis jetzt haben. Das ist ja schon mal gut. Geht's denn da noch irgendwo hin? Mal so blöd gefragt. In diesem Tunnelsystem da. Oh, 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 oh. Oh Gott, ist das hier verzwackt. Nicht, dass ich jetzt hier abkratze. Wie lange kann Turok eigentlich die Luft anhalten? Schwimmen! Der kann wahnsinnig lange die Luft anhalten, aber ich befürchte, irgendwann ist auch bei dem die Luft aus. Das ging eigentlich relativ gut. Huh! Na los! Greis ins Gras, wollte ich schon fast sagen. Beiß ins Gras! Los! Geh doch! Okay, da hinten ist der eigentliche Übeltäter. Was? Alter, was ist das? Warum kann der mir 1000 Schaden machen? Obwohl er mich nicht trifft, weil ich weglaufe vor ihm. Ich glaube, ich muss was Explosives nehmen. Ja, tatsächlich. Ja, krepiere. Mann. Nee. Oh Gott, das war ein Fehler, hier reinzugehen. Ich bin mal eben weg. Nein. Jetzt kommt auch noch ein Fetter. Hi, Fetti. Boah. Ja, Fetti ist tot. So, der ist auch weg. Okay, hier geht's nicht dran vorbei. Nein, 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 nein. Alles nur nicht der. Okay, mit der Pistole kann ich schneller laufen als mit der Schrotflinte. Das muss einem dämlichen Kopf wie mir auch mal gesagt werden. Waren das alle? Oh nein, es beamt sich schon wieder irgendwer hin. Wohin? Da! Er ist weg. Oh, guck mal. Ich nehme mal eben das Sturmgewehr in die Hand. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Angst, dass mir hier gleich wieder irgendwer guten Tag sagt. Was ich nicht so gut finde. So, fast 200 Schuss haben wir jetzt. Das dürfte doch machbar sein. Hüpsa! Mist, da oben geht's irgendwie weiter. Wo komme ich denn da hin? Da geht's, glaube ich, komplett weiter. Ich muss da, wo das Sturmgewehr ist, hin. Okay, da gibt's nur das Sturm... Ernsthaft? Achso, ich kann... Was? Da hinten ist ein Speicherpunkt. Das finde ich noch besser. Dann weiß ich nämlich gleich, was ich mache. Alter, stopp doch mal! Wie, jetzt habe ich dem da, was weiß ich, wie viel Kugeln irgendwo hingejagt. Ist hier noch wer? Nein. Sehr gut. Ah, Munition! Wer ist da? Ah! Was? Ich hab noch irgendwen gehört. So. Okay. Dann speichern wir mal. Und dann würde ich sagen,
Wir spielen das jetzt eine gute Stunde, aber ich möchte jetzt erstmal sehen, ob die Aufnahme überhaupt funktioniert hat, wie gut sie geworden ist. Und dann werde ich hier jetzt erstmal einen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Macht es gut, ich hoffe... Was? Nein! Boah, ey! Ich lade ja sowieso, aber egal. Ich hoffe, es hat euch hier bis hierher gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Projekt noch ein bisschen weiter folgen würdet. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis bald und tschüss!